Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Elbing. Stufe 10 der neuen deutschen Zerstörerlinie. Und was soll man sagen? Wargaming hat etwas verändert. Etwas Essentielles, das wahrscheinlich schon viele und so auch ich angesprochen habe, was eine eigentlich weitaus bessere Ergänzung wäre, nämlich Nebel. Was zu einer, ja, Neubewertung führen müsste. Und auch muss, denn jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Nebel zur Positionierung zu nutzen. Und nun ist der Reload, die Nachladezeit der Hauptgeschütze, nicht mehr so ein extremer Nachteil in Kombination mit anderen nicht vorhandenen Notwendigkeiten wie ohne Smoke. Wir haben hier von Wargaming zumindest präsentiert Aufklärungszerstörer, Projekte tatsächlich, ja, fast so groß wie Kreuzer mit 150 mm 3x2, wie wir hier sehen bei den Türmen. Großes Kaliber, große Nachladezeit, große Verantwortung. Allerdings schreibt Wargaming in seiner Beschreibung mit starker Torpedobewaffnung. Und ob das stimmt, sehen wir uns jetzt an. Ich muss sagen, es gefällt mir tatsächlich gut. Das Schiff muss richtig groß sein. Die Aufbauten wirken nämlich klein und gedrungen. Und das Größte sind tatsächlich die Geschütze und die Schornsteine. Das sieht aussehentechnisch, macht Spaß, sieht aus, als möchte man das gerne spielen. Auch der nach oben gezogene Rumpf hier. Wunderbar. Naja, kommen wir zur Panzerung. Ne? Wargamings ehemalige Ankündigung im Work in Progress wird immer wieder hart auf die Probe gestellt. Die 25 mm sind wie immer nichts Ganzes und nichts Halbes. Und sie haben, wie auch bei den vorherigen Videos schon erwähnt, nur wenig Vorteil. Eher im DD-Kampf, ne? 25 mm ist da angenehm. Im Antikreuzerkampf, wie Wargaming das dargestellt hat, dass diese Zerstörer leichte Kreuzer jagen sollen. Da sehe ich sie immer noch nicht. Vor allem gerade leichte Kreuzer. Gott, ich sage es ja nichts, wenn sie ein bisschen mehr AP-Pen haben und Wargaming sagt, lass die schweren Kreuzer damit jagen. Schwere Kreuzer mit großem oder höherem Reload. Da, wo es nicht so wichtig ist, wenn man arsch langsam ist, weil naja, man muss nicht immer ausweichen. Wir haben hier allerdings, und das ist ein Unikum, den am besten bestückten, zumindest was die Trefferpunkte betrifft, Kreuzer, hätte ich fast gesagt, Zerstörer, weil wenn ich nicht würde Kreuzer sage, tut es mir leid, das ist mit den leichten Kreuzerjägern oder diesen fast schon Kreuzer-Zerstörern hier leider, naja, vorhersehbar, dass mir das passieren wird. Wir haben hier 30.900 Trefferpunkte. Wie ihr vielleicht wisst, da ist sogar die Harugumo dahinter, denn wir haben hier theoretisch noch die Möglichkeit, den Skill einzubauen, den Trefferpunkte-Skill. Das bedeutet, wir bekommen nochmal 3.500 Trefferpunkte dazu mit einem normalen Kapitän, mit einem vielleicht zukünftigen Bonuskapitän, vielleicht 400, also 4.000. Das wären dann, gut, das sind, nennen wir jetzt, was es sind, sind 34.400 mit diesem Skill. Das ist tatsächlich nicht ohne. Wird das Schiff das brauchen? Das sehen wir dann bei den Vermeidungsmaßnahmen, bei den Schadenvermeidungsmaßnahmen, mit denen Wargaming dieses Schiff ausstattet. Die Hauptbatterie, die ist 3x250 mm mit einer Ladezeit von 7,5 Sekunden, mit einer 22,5 Sekunden Turmdrehzeit. Ja, das ist belastend. Wir haben hier wie da in der deutschen Kreuzerlinie das, was sie ausmacht, nämlich die extrem gute horizontale Streuung von 58 Meter. Wir gehen hier auch wieder von 2.0 Sigma aus, natürlich. Als Vergleich, die Kontrahenten, denen wir sie heute gegenüberstellen, das wird sein eine Kleber und natürlich die One and Only Khabarovsk. Warum nicht eine Harugumo? Ja, der Harugumo-Playstyle ist, naja, will nicht sagen anders, aber er ist einfach spezieller. Viel, viel besser Reload, deswegen kann man öfter schießen. Deswegen gehen wir hier lieber zu den Schiffen, die ein bisschen mehr Reload hat. Die Kleber hat 7 Sekunden. Die hat aber eine horizontale Streuung von 117 Metern. Nur mal zum Vergleich. Die Khabarovsk übrigens 100 Meter. Wobei man auch sagen muss, dass die Kleber 1,2 Kilometer weiter feuern kann als die Elbing. Und die Khabarovsk 100 Meter Streuung bei einem Kilometer, 1,1 Kilometer weniger.
Die 59 Meter sind natürlich ohne jegliche Konkurrenz auf dieser Stufe und generell. Ihr seht, der Alpha, der Hai, ist mit 1700 natürlich unterwältigend, wie immer. 38 mm ist die deutsche Pen, das gehört dazu. Die Ape dafür für die 150 mm mit 4100 Granate. Allerdings darf man sich davon nicht täuschen lassen, denn wir haben dennoch nur, wenn wir es auf die DPM rausrechnen, 196.800 DPM mit AP. Ach, die HE lassen wir außen vor, die ist unbeschreiblich schlecht mit 81.600. Im Vergleich die Kleber 137.000 bei HE, 185.000 DPM mit AP, natürlich. Das ist halt potenzieller Schaden. Die Khabarovs mit 249.600 bei AP zieht davon, obwohl sie nur 130 mm hat, aber 4x2 mit 5 Sekunden macht natürlich den fetten Unterschied. Was bei der Kaliber auch nicht vergessen werden darf, ist, wir haben hier noch einen Main Artillery Reload Booster. Allerdings haben wir hier 960 Meter pro Sekunde, damit kann die Kaliber nicht punkten, die Khabarovs schon eher, die hat 900 Meter pro Sekunde und den Shellark, den kennt ihr. Der ist gar nicht schlecht. Allerdings haben wir bei der Elbing aufgrund des 150 mm Kalibers auch eine weitaus schwerere Granate. Dementsprechend können wir uns da auf einen Shellark freuen, der nicht so gut ist wie der der Khabarovsk. 12,35 Kilometer, das wird uns dann schlussendlich, ja, das sage ich euch, auf eine bestimmte Reichweite kommen lassen, wenn wir denn möchten. Torpedos. Die starken Torpedos, die Wargaming momentan noch angibt, wie gesagt, Work in Progress, das sind natürlich die Volkstorpedos, die G7 Steinbutt. 85 Sekunden Nachladezeit auf phänomenale 8 Kilometer Reichweite. Tatsächlich etwas, mit dem man arbeiten kann. Es sind 2x5. Die Torpedos sind vielleicht nicht stark, was den Schaden betrifft, aber immerhin, und das muss man sagen, sind sie länger als die der Khabarovs. Die der Khabarovs haben mehr Schaden, die der Kleber auch mehr Schaden, obwohl sie mit 8.01 gleich lang sind. Aber sie hat 4x3, hier haben wir 2x5. Ach Gott, wie schön wäre es, wenn die Khabarovsk auch 8 Kilometer Torpedos hätte. Naja, was will man? Was will man? 1,3 Kilometer Aufdeckungsreichweite. Und 7,2 Drehzeit mit 65 Knoten. Das ist besser als die der Khabarovsk, weniger gut als die der Kleber. Man könnte fast sagen, ein kleines Mittelding. Die Flugabwehr mit 62, mal schauen, wie die sich schlagen wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie gar nicht so gut sein wird. Die Manövrierbarkeit mit 36,2 Knoten ist natürlich unterwältigend. Wenn wir den Speeds, den Stock-Speed der anderen zwei betrachten, mit 44 und 43 Knoten. Und da gehen wir auch weiter mit dem Wendekreisradius. Das ist ein Wendekreisradius, der jedem Schlachtschiff gerecht wird. 890 Meter bei einer Ruderstellzeit von 6,3. Die zwar unweigerlich schlechter als das der Kleber, aber weitaus besser als das der Khabarovsk ist. Übrigens eine der blödesten Schwächen oder größten Schwächen der Khabarovsk, die lange Ruderstellzeit. Dadurch ist sie nicht so wendig, wie sie sein könnte mit den 760 Metern Wendekreisradius. Aber naja, man kann nicht alles haben. Abstriche müssen gemacht werden. Wir haben hier die Erkennbarkeit mit 8.2. Das ist besser als 9.6 und 9.7 der beiden Kontrahenten. Quasi eine leichte Verbesserung des Gandedees. Die Frage ist natürlich, warum haben wir hier jetzt ein besseres Concealment, aber dafür eine schlechtere DPM bei den Kanonen? Ist das wirklich ein Gandedee? Ja, jetzt mit der Neuerung, die Wargaming eingeführt hat, der Verbesserung, die offensichtlich war und dennoch ganz viel ändert und mir unverständlich ist, warum sie nicht von Beginn an drin war, denn das Schiff ist weder wendig, es ist nicht schnell und es ist schon gar nicht klein. Irgendetwas muss es geben, damit dieses Schiff feuernd Schaden machen kann. Der Reload war und ist, unter uns gesagt, beschissen. Deshalb brauchen wir Zeit. Zeit, die uns verschafft wird, weil wir nicht getroffen werden. Und in diesem Sinne mit Smoke. Wir haben hier 20 Sekunden Smoke. Die Dauer der Nebelwand ist 77 Sekunden. Also, wenn wir einmal Smoke drücken, können wir ihn 20 Sekunden lang ziehen. Wir haben 77 Sekunden Dauer der Nebelwand und bei den üblichen 0,45 und pipapo. Wir haben dann 2 Minuten 40 Sekunden Nachladezeit mit 3 Aufladungen. Bedeutet, wir müssen mit dem Smoke so gut wie möglich in die Flanke und dann massiven Schaden anrichten. Am besten mit AP. Defensives Flakfeuer, abhängig davon, wie gut die Flak ist, wird es leisten oder wird es reißen. Ja, ich skill immer gerne zuerst den Kapitän
Und dann könnte man jetzt sagen, ja, ich brauche auf jeden Fall die Turmdrehzeit. Ja, wir brauchen auch auf jeden Fall mit letzter Anstrengung. Ja, wir brauchen einen Smoke mehr. Und ja, natürlich, wir brauchen das Concealment. Lass mich mal so aufmachen, damit man das hier sieht. 7.4 sind wir jetzt. Das ist natürlich angenehm. So, dann müssen wir auf jeden Fall hier Experte der Überlebensfähigkeit mitnehmen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Somit kommen wir auf 34.400 wie angekündigt. Uff, und dann, ja, dann wird es interessant. Gehen wir, dann mal flink und leise lassen wir außen vor, weil Torpedos ist nicht unbedingt das Mittel der Wahl, das wir anstreben. Gehen wir auf Reichweite, dann hätten wir 14,8 Kilometer, was meiner Meinung nach das höchste der Gefühle ist. Und dann hätten wir noch 4 weitere Punkte. 4 weitere Punkte zu investieren, die Frage ist, was wir machen. Minus 5% der Hauptartillerie von kontinuierlichen Flugabwehrschaden. Boah, meh, das ist vielleicht nicht so geil. Feuer, wenn wir viel Feuer schießen. Eigentlich schießen wir nicht viel Feuer. Allerdings bringen die 5% an der Hauptbatteriegranate auch nicht wirklich was. Man könnte theoretisch auf den Adrenalinrausch gehen, der wird um die 10% durchschnittlich bringen, weil 20% das meiste ist, aber das wollen wir nicht, da sind wir ja tot. Das bedeutet, wir hätten fast eine Sekunde nicht, 0,75 Sekunden weniger Nachladezeit. Das könnte man probieren, aber eigentlich möchte man ja auch gar nicht aufgehen. Deswegen überlasse ich euch das. Nicht uninteressant für einen DD mit nicht astreinem Concealment ist natürlich immer die Funkortung, weil er weiß, wo die Schiffe sind, die er nicht aufdecken kann. Deswegen entscheide ich mich hier kurzfristig für die Funkortung. So, da wir 14,8 Kilometer reichen, die Torpedos zu wenig lang sind, wobei man könnte es theoretisch probieren, aber selbst wenn sie, wenn wir Doppelconcealment gehen, was wir auch machen werden, müssen ja so nah ran wie möglich, sind die Torpedos zwar mit 8 Kilometer Reichweite ausreichend weit, um unsichtbar torpedieren zu können, aber sie sind dennoch schlecht. Ja, ich gehe mal auf die Hauptartillerie. Mit minus 12%, da werden wir vielleicht knapp auf unsere geliebten fast 0,9, fast eine Sekunde bessere Nachladezeit kommen. Aber eben leider nicht ganz. Ruderstellzeit brauche ich nicht verbessern. Die ist gut, den Wendekreisradius kann ich nicht verbessern. Das ist die Frage. Dann werde ich lieber beschleunigen. Schnelles Beschleunigen, damit wenn ich stehe und schnell losfahre, der Gegner daneben schießt. Tatsächlich ist hier die Zielsystemmodifikation 1 eigentlich komplett für den Arsch. Man könnte die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterietürme mit reinnehmen, weil wir sind jetzt wieder auf 22,5, weil naja, Minus und Plus. Oder wir nehmen die Anti-Air. Was machen wir hier mit 15%? 19,6. Ah, es ist halt... Also diese Prozentangabe bei den Skills ist halt mega für den Arsch. Muss man einfach sagen. Das vorherige 0,7 Grad pro Sekunde schnellere Turmdrehzeit, das war einfach besser. Hier Schadensbegrenzungsteam oder Schutzsystem für Manövrierbarkeit. Das Ding ist groß, wird leichter getroffen. Ich nehme diese prozentuelle Verbesserung, weil es ist mir egal, ob hier mein Ruder ausfällt oder nicht. Und wenn doch, habe ich mir eh mit Last Stand quasi meinen Arsch vergolden lassen, dass ich ihn dann noch bewegen kann. Und dann, ich denke mal, die Hauptbatteriebewaffnung ist das A und O hier bei diesem Schiff. Bei der Flugabwehr schauen wir noch einmal kurz. Wargaming hat hier tatsächlich die 150 mm angegeben. Dann hoffen wir mal oder gehen davon aus, dass beim Stufe 8er das tatsächlich nur ein Versehen ist. So, wir haben jetzt einen Gun-DD mit 14,8 km Reichweite, mit 6,6 km Erkennbarkeit zu Wasser. Und das ist genau das, wie ich mein Schiff sonst gar nicht skille. Ich skille nämlich einen Gun-DD normalerweise nicht auf Concealment, denn seine Aufgabe ist es, offen zu sein, seine Aufgabe ist es, Stunk zu machen. Hier haben wir aber das Problem, dass das Ding extrem langsam ist, nicht wendig und ein Reload hat jenseits von Gut und Böse. Selbst mit diesen Verbesserungen kommen wir auf keinen richtig angenehmen Reload. Aber mit dem Smoke und einer guten Positionierung müssen wir in dieser Zeit massiven Schaden machen. Und obwohl ich das Schiff jetzt momentan noch nicht fahren kann, könnte es durchaus sein, dass es damit klappt. Es wird kein Ding sein, das man in den Clan-Gefechten oder im Ranked sehen wird. Also zumindest nicht so, wie es hier ist. Aber das muss es auch nicht. Man sieht viele Schiffe nicht im Ranked, man sieht viele Schiffe nicht in den Clan-Gefechten. Hier haben wir quasi einen leichten Kreuzer. Könnt ihr ihn mit Kolbeer und Smolensk vergleichen. Mit Vergleich sehr, sehr schlechter Hauptartillerie.
Aber keiner Zitadelle. Und keine Zitadelle ist in manchen Situationen Gold wert. Nun bin ich aber gespannt, was findet ihr von der Elbing? Was findet ihr? Was findet ihr am neuen Nebelsystem, das Wargaming eingeführt hat für diese Klasse? Wobei das System ist ident, aber den Nebel. Ich finde, es war an der Zeit. Und was haltet ihr generell von der Elbing und vielleicht jetzt im Hinblick auf den Nebel von der gesamten Reihe? Ich glaube, sie ist ein gutes Stückchen spielbar geworden. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Daumen nach oben, da lasst nicht vergessen. Ciao.